Ja, hallo. Du bist zwischen 18 und 25 und weißt immer noch nicht, was du machen sollst, wo du beruflich eigentlich ankern sollst, privat, wie dein Leben werden will. Immer wieder hörst du von deinem Umfeld, als ich so alt war wie du, wusste ich, was ich machen sollte. Und man weiß doch, wo man hin will. Jetzt bist du schon 22 und hast schon so zwei verschiedene Fächer anstudiert. Du hast schon so vieles ausprobiert und weißt immer noch nicht, wo du hin willst. Also das geht ja gar nicht. Man muss doch. Alles hat seine Zeit. Entspanne dich also. Nur die wenigsten wissen das. Wenn bei den Dominosteinen die Steine so platziert sind, dass eine Kettenreaktion ausgelöst werden kann und alle umfallen, so ähnlich ist es auch in unserem Leben. Denn jede Lebensphase bietet uns die Möglichkeit zu wachsen, uns zu entfalten. Und zwar unsere Vernunft, aber auch unsere Resonanz, unsere Schwingungen zu Menschen und vor allen Dingen auch unsere Lebensentfaltung, also sich durchsetzen zu können, mit Konflikten umzugehen. Das kann ich alles lernen. Und das ist schön zu wissen. Und jede Lebensphase hat eine ganz bestimmte Energie, die du für dich nutzen kannst. Zum Beispiel die Phase, weil ich sagte, bist du zwischen 18 und 25. Wenn du da bist, dann ist die Phase bis 25 eine Phase, in der ein Mensch sehr, sehr viel ausprobieren soll. Er soll schauen, durch welches Handeln bekommt er welchen Erfolg. Und das macht Selbstvertrauen, das tut das Selbstwertgefühl aufbauen. Und das gibt dir Kraft, die nächsten Phasen zu gehen. Deswegen probier dich aus und schau, wo deine Energie hingeht. Lass dich nicht verrückt machen von all denen drumherum, nur weil die vielleicht schon wussten, was da passiert. Also ich lade dich gerne ein, einen Blick mal mehr in dieses Wissen reinzubringen. Und zwar schau mal bei mir auf die Internetseite www.torno.de oder auch bei der Deutschen Gesellschaft für Chirologie, denn die Kairos-Wissenschaft beschäftigt sich mit diesen Daten und mit den Potenzialen, die du hast in deinem Leben, die du mitbringst und auch die Energien in jeder Lebensphase, um auch gelassener und zielgerichteter dein Leben aktiv zu gestalten. Was hast du davon? Was bringt dir das? Eine ganz kleine Story will ich erzählen. Letztens hatte ich einen Vater und einen Sohn, die kamen zu mir und wollten Training haben. Der Vater rief mich an und sagt, ich kann meinen Sohn nicht verstehen. Der ist jetzt 28, er lebt jetzt mit einer Freundin zusammen. Die Freundin nimmt ihn uns immer mehr weg und er macht die Dinge, das kann ich gar nicht verstehen. Der müsste doch eigentlich jetzt im Job, muss Karriere machen, geht seinen Weg, aber das macht er nicht. Dann habe ich mal beide ein bisschen angeschaut und den Sohn angeschaut und habe ein bisschen mehr aus seinem Leben wahrgenommen. Da habe ich festgestellt, dass der Vater dem Sohn immer das Leben leicht gemacht hat, weil er ihm alles abgenommen hat, was für ihn an Entscheidungen war. Der Vater meinte es ja nur gut. Er hat ihn dahin geschickt, hat ihn nach England geschickt, er konnte dort seine Ausbildung machen, war auf eine Eliteschule, er hatte alles. Nur eins hat der Junge nie gelernt, selbst etwas zu wählen oder auch Entscheidungen zu treffen und dadurch die Verantwortung zu treffen. Wir haben uns dann lange unterhalten. Ich habe mit jedem Einzelcoaching gemacht, habe auch mit dem jungen Mann das Einzelcoaching gemacht, aber auch mit dem Vater. Ich habe dem Vater damals zum Beispiel gesagt, wenn Sie Ihren Sohn behalten wollen, lassen Sie ihn jetzt los und lassen Sie ihm das jetzt nachholen, was er zwischen 19 und 25 nicht machen konnte. Denn das braucht er, wenn er die nächsten 50 Jahre noch aktiv gestalten will. Wir schauen also, wenn du zu mir kommst und schaust, schau mich gerne rein, in welcher Lebensphase bist du, werde mich auch intensiv mit dir beschäftigen, was hast du für Stärken, was ist für ein Background, was ist vorher passiert oder nicht passiert, um zu gucken, was genau brauchst du, damit du aktiv deine Wünsche, deine Träume, dein Leben so gestalten kannst, dass du dich drin wohlfühlst. Denn eins steht fest, was man gern macht, macht man immer gut. Was ich nicht gern mache, mache ich nie gut. Werde also zum Gestalter des Lebens und nutze dein Potenzial und als deine Chance für dein Leben.